Hallöchen, in diesem Video nehme ich euch mal mit ins Rodel- und Freizeitparadies in St. Engelmar. Der Freizeitpark wurde 1998 eröffnet und kostet keinen Eintritt. Das Auto kann man gut etwas unterhalb der Anlage parken und das Parken selbst kostet auch nichts. Den ersten Bereich, den man hier links sieht, ist die Motorikwiese. Hier gibt es die verschiedensten Geräte zum Herumklettern und Spaß haben. Das Ganze ist wirklich für die gesamte Familie geeignet und es ist für jedes Alter und jede Geschicklichkeit was dabei. Auf dem Weg nach oben gab es auch noch einen Stand mit Hüten, Deko aus Holz und einen Süßigkeitenstand. Nach der Motorikwiese gibt es ein paar Spielereien für die Kleinen und diesen Streichelzoo. Etwas höher liegt hier in der Mitte zu sehen der Indoor-Spielplatz und rechts geht's weiter zum Restaurant und zu den Rodelbahnen. Wenn man allerdings links hochgeht, dann kommt man direkt zur Wasserreifenrutsche. Hier kann man für 1 Euro einmal im Reifen runterrutschen und ich muss echt sagen, dass das verdammt viel Spaß gemacht hat. Nach der Reifenrutsche sind wir dann in den Biergarten gegangen und haben uns etwas zu trinken und eine Kleinigkeit zu essen gegönnt. Das Essen allgemein sah ganz gut aus und war preislich auch okay. Ich fand nur meine Portion Pommes mit Mayo für 4,20 Euro ein bisschen teuer. Wenn man dann mit den Bahnen im Park fahren will, muss man sich in der Kasse zuerst Fahrchips besorgen. Wir haben uns 6 Stück geholt, die insgesamt 14,50 Euro gekostet haben. Hinter der Kasse kann man dann über diese Treppe entweder zur Coasterbahn oder der Achterbahn gehen. Die Achterbahn heißt Da Vogel Vuol di Sé und hat eine Länge von 755 Metern und sie saust den Egidi-Buckel rauf und wieder runter. Die Fahrt macht echt Spaß und ist auch was für die ganze Familie, da Kinder schon ab 4 Jahren hier mitfahren dürfen, allerdings in Begleitung. Auf der anderen Seite der Treppe ist der Bayerwald Coaster, der eine auf Stelzen gesetzte Allwetter-Schienenbahn ist. Die Bahn ist 1000 Meter lang und man kann hier auch zu zweit fahren. Kinder dürfen in diese Bahn ab 3, aber müssen unter 8 mit einer Begleitperson fahren. Die Fahrt selbst hat unheimlich viel Spaß gemacht und mit maximal 40 km/h die Bahn runterzusausen, macht wirklich Laune. Die dritte Bahn ist die Bobbahn, in der man über 1000 Meter lang den Buckel herunterrutschen kann. Etwas weiter oben steht dann dieser Turm, von dem man aus die 300 Meter lange Bayerwald-Fox-Strecke besuchen kann. Allerdings kann man auch einfach in eine der drei Rutschen herunterrutschen und rasant nach unten gelangen. Die Rutschen kosten nichts und wer danach vielleicht ein bisschen Hunger hat, kann sich am Ausgang einen Snack oder auch einen Crepe holen. Oder man spielt für 2 Euro Minigolf. Insgesamt ist dieser Park für die gesamte Familie ausgelegt und es gibt wirklich sehr viel für die Kleinen. Für die Großen gibt es leider nicht ganz so viel, aber wir hatten trotzdem echt unseren Spaß und ich bin sehr froh, dass wir vorbeigeschaut haben.